Herzlich willkommen. Wir als Förderer möchten Sie herzlich begrüßen zum Mediengipfel hier in der Orangerie des Charlottenburger Schlosses. Wir, das sind Dr. Anja Zimmer, die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und Helge Jürgens, der Geschäftsführer des Medienboards Berlin-Brandenburgs. Das Motto des heutigen Abends steht da. Das lautet wachsende Einhörner und platzende Blasen. Und die beiden Akteure, die wir jetzt gleich begrüßen werden, sind Klaus Hommels und Volker Wiebrecht. Und herzlich willkommen, Klaus Hommels. Ich wusste sehr früh, dass ich investieren wollte, nicht, dass ich der geborene Investor war. Und ich denke, alles das, was man mit Leidenschaft macht, da ist man gut drin. Und das ist auch so ein Muster, was ich in den Unternehmern suche, die ich dann finanziere oder die wir finanzieren. Ein anderer Venture Capitalist, Alexander Rupert, den möchte ich gerne zitieren mit den Worten: Es kostet ungefähr 50 Millionen, ein guter Venture Capitalist zu werden. Ich fühle mich als guter Venture Capitalist, wenn ich das Versprechen, was ich einem Gründer gebe, wenn ich bei ihm investiere, ihm zu helfen, einlösen kann. 2004, da war man so knapp davor, 25% von Amazon für 1 Milliarde zu kaufen. Das ist an 100 Millionen gescheitert. Digital hat nichts mit Preisen zu tun. Ja, wenn ein Asset gut ist, dann kauft man es, und wenn es scheiße ist, dann kauft man es nicht. Ja, wenn wir hier großzügig mit der Pipette das Geld verteilen in Europa, dann wird man keine Milliardenunternehmen machen. Ja. Ja. So funktioniert diese Welt aber nicht. Die funktioniert doch so, dass man sagt, okay, hier ist der Startup, du kriegst jetzt erstmal richtig viel Geld, und die ganze Struktur, die wir haben, drücken wir dahinter und machen dich groß. Das Reichwerden wird überschätzt. Ich glaube, was Cooles zu machen, wo man Teil von so von tollen Geschichten ist und Unternehmern hilft, ihr Lebenswerk da zu ziehen, das ist sensationell befriedigend. Dankeschön. Ciao, Thomas. Also die größte Überraschung des Abends war die Aussage von Klaus Hommels, dass Bertelsmann die Chance hatte, bei Amazon einzusteigen mit 25% für 1 Milliarde. Heute ist Amazon fast 500 Milliarden wert. Also ich wünschte mir, dass es auch in der Politik ein bisschen besser ankommt, und gerade wenn jemand wie Klaus Hommels solche Insights darüber teilen kann, finde ich das total wichtig. Also als Gründer bin ich sehr gewohnt, die letzten 2-3% zu gehen, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und darin wurde ich heute bestätigt, dass der Weg, den ich da eingeschlagen habe, genau der richtige ist. Erfolgreiches Gründen erfolgt dadurch, dass man erstens den Schritt tut und seine Idee in die Tat umsetzt, zweitens die richtigen Investoren sucht und die Firma schnell groß macht und nicht lange im Heimatmarkt ohne Geld, ohne Investoren versucht, eine tolle Firma aufzubauen, dann ist die ausländische Konkurrenz mit viel Funding meistens schon einmal vorbeigezogen. Nichts hat mich mit solcher Wucht mehr erfasst als die Begeisterung tatsächlich für die neue Technologie, die von Dr. Hommels ausgeht, aber auf der anderen Seite auch die Unlösbarkeit der sozialen Frage, weil der Prozess nicht aufzuhalten ist. Berlin ist als Stadt einfach faszinierend, ja? Und es ist ein kontinuierlicher Magnet für viele Talents aus allen möglichen Regionen und mit allen möglichen Fachrichtungen. Und das ist ja eine sensationell wichtige Grundvoraussetzung, um ein erfolgreiches Sammelsurium und Sammelbecken für Start-up-Gründer zu werden.